Aber es ist ganz einfach so, das sagen wir, für die DDR-Bürger, für uns alle, hat die Wiedervereinigung schöne Seiten gehabt. Es gibt auch Hochschattenseiten. Das ist ganz normal, wenn man in unterschiedlichen Wirtschaftssystemen aufwächst. Aber es ist auch so, dass im Hinblick auf die Wirtschaft die ehemalige DDR nicht von dem Übergang so profitiert hat. Also die Schaltzentralen, die Entscheider, sitzen nach wie vor in München, in Düsseldorf, in Hamburg, in Frankfurt. Und der Osten hat nicht diese Entscheider, wo Leute sagen, hier kommt der Fußballclub, ich bin Fußballfan, ich habe Sympathien für diese Region und für diese Mannschaft und das sind mir so und so viele Millionen pro Jahr wert. Das ist bei der Allianzversicherung in München anders oder bei der Qatar Airways, die auf dem Ärmel bei Bayern München waren, sieht das ein bisschen anders aus. Das Geld nimmt man gerne. Ich verstehe nur nicht, wieso man dann bei der Weltmeisterschaft in Katar diese Showfoto macht, wo sie alle knien und die Hand vor den Mund halten. Wenn ich der Meinung bin, dass in diesem Land die Menschenrechte nicht geachtet werden, dann sollte ich auch die Kohle von Katar Airways nicht nehmen. Aber so ist es nun mal. Das Geld für die Profimannschaften ist im Westen und nicht im Osten.